Stunde. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19-872, Liebe verdient Respekt, Ehe für alle, in Verbindung damit den Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das ist die Drucksache 19-885, Ehe für alle, volle Gleichstellung jetzt. Und ich möchte noch einen Hinweis geben auf den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, das ist die Drucksache 19-99. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Daniel Düngel das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich als Pirat hier noch reden darf und vor allem auch Anträge stellen darf. Und einen unserer Anträge behandeln wir jetzt in diesem Tagesordnungspunkt. Liebe verdient Respekt. Respekt, ich habe ein bisschen recherchiert in den letzten Tagen und mal so ein bisschen nach homophoben Aussagen gesucht. In der Politik finde ich ganz viele. Auf die möchte ich jetzt im Wesentlichen nicht näher drauf eingehen, sondern eher auf homophobe Aussagen, die im Alltag getroffen werden. Panorama berichtet im Mai 2014 über Schwulenheiler. Yassin Boskurt, Mr. World Germany 2014, was auch immer das ist, sagt in einer Debatte über Homosexualität: Meiner Meinung nach ist das ein Gendefekt oder eine Krankheit. Das kann jeden treffen. Geschichtlich, historisch gibt es einen sehr interessanten Menschen, gibt es ganz viele, aber auf einen möchte ich mich hier beschränken, Alan Turing. Alan Turing war maßgeblich daran beteiligt, das Verschlüsselungssystem der Nazis im Zweiten Weltkrieg zu entschlüsseln, Enigma zu entschlüsseln. Alan Turing war homosexuell. Alan Turing wurde 1952 wegen seiner Homosexualität zur chemischen Kastration verurteilt. Ein Jahr später hat er sich übrigens umgebracht. 2013, 61 Jahre später, wird dieser, ich bezeichne ihn mal als Held, wird dieser Held von der Queen letzten Endes begnadigt. Homosexuelle, Transsexuelle mussten Jahrzehnte gegen ihre Kriminalisierung kämpfen, wie wir hier sehen. Heute kämpfen sie noch immer dafür, dass auch sie die gleichen Rechte wie Heterosexuelle bekommen. Aber es ist zum Glück noch nicht alles verloren. Manchmal ist die Jugend viel weiter als wir Erwachsenen. Und so hat sich der Jugendlandtag hier in diesem Monat mit der Ehe für alle schon beschäftigt und hat gefordert, erstens keine Unterscheidung im Eherecht bezüglich Sexualität, Identität und Neigung, zweitens Adoptionsrecht für alle rechtlichen Ehe jeglicher sexueller Identitäten. Dieser Antrag, meine Damen und Herren, wurde nahezu einstimmig vom Jugendlandtag aus allen Jugendlandtagsfraktionen angenommen. Aber allein die Tatsache, dass wir heute noch immer über so eine Selbstverständlichkeit, die Ehe für alle Menschen zu öffnen, hier diskutieren müssen, ist an sich schon der eigentliche Skandal. Homosexuelle, Transsexuelle, queere Menschen im Gesamten sind normale Menschen wie Sie und ich. Sie sind nicht anders. Warum um Himmels Willen müssen wir das hier überhaupt diskutieren? Ehe für alle öffnen. Fertig. Eigentlich ist an der Stelle eben die Debatte beendet. Aber wir wissen ja, dass das leider heutzutage noch immer nicht der Fall ist. Ich zitiere mal so ein bisschen was aus dem Grundgesetz. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 2, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Oder Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Was davon trifft hier auf die aktuelle Diskussion wirklich zu? Nichts. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Kieninger zulassen? Aber selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Bisher kann ich Ihnen ja sehr gut folgen, aber in Ihrem Antrag fordern Sie ja nun auch für polyamoröse Partnerschaften die Öffnung der Ehe. Darf ich darunter verstehen,
dass Sie Bigamie und Polygamie letztendlich auch der Ehe gleichsetzen wollen? Herr Kollege, bitte schön. Ja, die Frage kommt ja nicht ganz überraschend. Und Sie stellen die, ich sag mal, ungefähr eine halbe Minute zu früh, denn der nächste, die nächsten 30 Sekunden etwa werde ich dann auch diesem Thema beschäftigen. Ich hoffe, Ihre Frage ist beantwortet. Ansonsten können Sie sich gerne noch mal dann zu einer Kurzintervention dann anmelden. Ja, Grundgesetz haben wir gerade besprochen. Ich finde den Punkt hier nicht, in dem queere Personen davon irgendwie auszunehmen sind, von diesen Punkten. Auf den polyamorösen Aspekt, den wir in unserem Antrag haben. Wer von Ihnen ist Vater oder Mutter mehrerer Kinder? Der ein oder andere vermutlich. Würden Sie sagen oder würden Sie eine These unterstützen, dass Sie Ihre Kinder nicht gleich lieben können, nur weil Sie mehrere Kinder haben? Das ist ein Aspekt, den auch polyamoröse Verantwortungsgemeinschaften immer wieder anführen. Sie halten es für möglich und machbar, ihre Liebe eben in ethischer Verantwortung mit mehreren Menschen auf Augenhöhe zu teilen und allen in gleicher Weise gerecht zu werden. Deswegen steht in unserem Antrag auch die Freigabe der Ehe für polyamoröse Lebensmodelle. Wir fordern hier an dieser Stelle wirkliche Gleichstellung für alle Lebensmodelle. Wir werden allerdings auch die beiden anderen vorliegenden Anträge, den rot-grünen Antrag und auch den FDP-Antrag, so habe ich es zumindest meiner Fraktion empfohlen, wir werden auch diesen Anträgen zustimmen, weil die in die richtige Richtung gehen. Unser Antrag ist unseres Erachtens nach natürlich der beste, weil er der weitestgehendste von den drei vorliegenden Anträgen ist. Ich komme langsam zum Ende, Herr Präsident. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, können heute ein Zeichen dafür setzen, wie weit der Landtag Nordrhein-Westfalen sich für die Gleichstellung von queeren Menschen einsetzen möchte. Entscheiden Sie sich für ein bisschen Gleichstellung, stimmen Sie für Rot-Grün, stimmen Sie für die FDP, entscheiden Sie sich für die volle Gleichstellung, folgen Sie unserem, dem Piratenantrag. Zuletzt, letzter Satz, möchte ich ein Zitat noch von Johann Fohn, unserem Piraten-Fraktionsvorsitzenden der Jugendlandtagsfraktion, in die Debatte einbringen. Liebe ist eine Sache des Herzens und nicht des Geschlechts. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dünnel. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Spanier-Oppermann. Schon, wie ich kann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Besuchertribüne, wer kennt diese Sätze nicht, in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet, ja, ich will. Nicht nur für heterosexuelle Ehepaare gilt dieser Satz. Wer kann von sich behaupten, zu wissen, dass gleichgeschlechtliche Paare eine schlechtere Ehe führen oder sich in der Art und Weise des Zusammenlebens von anderen Paaren unterscheiden? Auch homosexuelle Paare streiten, lachen und weinen. Auch sie stehen zueinander in guten und in schlechten Zeiten. Auch bei Schwulen und Lesben kann eine Ehe ein Leben lang halten oder im sprichwörtlichen siebten Jahr zu Bruch gehen. Wir in Nordrhein-Westfalen sind bunt und vielfältig, und das ist auch gut so. Darauf sind wir stolz. Wir begegnen gesellschaftlichen Entwicklungen offen und mit großer Toleranz. Familie hat für uns viele Gesichter. Beispielhaft seien genannt das tradierte Familienbild oder das schwul- oder lesbische Ehepaar von nebenan. Jeder gehört für uns dazu. Das leben wir authentisch und glaubhaft. Nicht von ungefähr haben wir hier in Nordrhein-Westfalen eine konsequente Haltung zum Abbau von Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Mit diesem Antrag fordern wir die Landesregierung auf, sich auch weiterhin für die vollständige rechtliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen einzusetzen.
Und damit sind wir in guter Gesellschaft. Immer wieder hat das Bundesverfassungsgericht bestehende Ungleichbehandlungen von Ehe und eingetragenen Lebenspartnerschaften für verfassungswidrig erklärt. Und man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass diese Rechtsprechung konsequent fortgesetzt werden wird. Nun wende ich mich an Sie, liebe Kollegen der Piraten. Es ist schade, dass Sie so ein wichtiges Thema in Ihrem Antrag so weit ausdehnen, dass wir diesen nur ablehnen können. Wie Sie darauf kommen, unter einer Ehe für alle nun auch die polyamorösen Lebensgemeinschaften, also nicht nur monogame, Gamme zu verstehen, ist mir schleierhaft und schießt momentan doch weit über das Ziel der Debatte hinaus. Wir sollten uns nun erstmal gemeinsam dafür einsetzen, dass eine gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht wird. Auch ist ein solcher Antrag einfach nicht zielführend, weder politisch noch fachlich, denn die rechtlichen Voraussetzungen werden auf Bundesebene geschaffen, weshalb wir uns ja auch dafür dort einsetzen. Liebe Kollegen von der CDU, schade, dass doch recht wenige der Debatte heute folgen können. Es wäre ein sehr positives und zukunftsorientiertes Zeichen gewesen, wenn auch von Ihrer Seite die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren anerkannt worden wäre und Sie so den NRW-Weg unterstützt hätten. Auch Ihnen, denke ich, muss doch eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, immer wieder attestiert vom Bundesverfassungsgericht, wichtig sein. Schade, dass das bisher nicht gelungen ist. Ich bedauere das sehr und ermuntere diejenigen in Ihrer Partei, von denen ich weiß, dass Sie ebenso für dieses Anliegen kämpfen, geben Sie den Kampf nicht auf. Die Realität hat Ihre Partei längst eingeholt. Nein, ich erlaube mir zu sagen, sie hat sie überholt. Die Debatte über die Gleichstellung von homosexuellen Paaren, die vor 25 Jahren mit einem Antrag im Bundestag begonnen hat, muss endlich beendet werden. Danke, sage ich im Namen meiner Fraktion deshalb allen Akteuren, die sich dafür mit großem Engagement über all die Jahre eingesetzt haben und das immer noch tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, enden möchte ich mit dem Satz, den auch viele von uns kennen. Wir sind heute zusammengekommen, um diese Fraktionen zueinander zu bringen. Bitte unterstützen Sie unseren Antrag und sagen Sie ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht nun Frau Kollegin Paul. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist an der Zeit. Es ist sogar mehr als an der Zeit. Und eigentlich sind alle Argumente auch ausgetauscht. Und eigentlich sind Lesben und Schwule in diesem Land es auch leid, sich rechtfertigen zu müssen, warum eine Öffnung der Ehe jetzt endlich mehr als an der Zeit ist. Trotzdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, finde ich es gut und wichtig, dass auch diese Debatte heute hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen noch mal geführt wird. Und die Anträge und die Wortbeiträge bislang haben gezeigt, in diesem Hohen Haus gibt es eine breite Mehrheit für das Ende der rechtlichen Diskriminierung von Lesben und Schwulen. Leider, und das bleibt auch zu konstatieren, leider gibt es keine komplette Mehrheit. Leider gibt es eine Fraktion in diesem Haus, die sich immer noch der rechtlichen Gleichstellung und der Öffnung der Ehe und einem Ende des Eheverbots für Lesben und Schwule verschließt. Und daran wird sich vermutlich heute auch nichts ändern. Und das finde ich traurig, das finde ich nachgerade tragisch. Denn die CDU versteht sich selbst ernannt als Volkspartei. Wie aber kann man eine Volkspartei sein, wenn man 10% der Bevölkerung weiterhin für Menschen zweiter Klasse erklärt? Und auch mit Ihrem neuen Grundsatzprogramm, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, gehen Sie da keinen Schritt weiter. Ihr neues Grundsatzprogramm ist an dieser Stelle kein Aufbruch für eine moderne Partei, die endlich im 21. Jahrhundert angekommen ist, sondern es ist etwas Reaktionäres, und Sie sind somit eine reaktionäre Kraft ohne gesellschaftliche Mehrheit. Denn für Ihre Positionen, die Sie hier vertreten, haben Sie weder in diesem Haus eine Mehrheit,
noch haben Sie eine gesellschaftliche Mehrheit, noch haben Sie im Bundesrat eine Mehrheit und Sie haben auch im Bundestag eigentlich keine Mehrheit dafür. Und eigentlich ist es doch auch in Ihrem Sinne. Eigentlich muss die Öffnung der Ehe doch auch in Ihrem Sinne sein. Der britische Premierminister David Cameron hat gesagt, dass er für die Homo-Ehe ist, gerade weil er konservativ ist. Und gerade weil, wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen wollen und dies auch staatlich absichern wollen, das ein zutiefst konservatives Gesellschaftsbild unterstützt. Und dann frage ich mich doch, warum ausgerechnet Sie als konservative Volkspartei die Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen wollen, im Regen stehen lassen. Wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, dann ist das ein Gewinn für die Gesellschaft und keine Bedrohung des Abendlandes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrem Grundsatzprogramm von der CDU schreiben Sie auch, dass die Ehe zwischen Mann und Frau die verlässlichste Grundlage für Familie ist. Da möchte ich Ihnen ganz deutlich ins Stammbuch schreiben, das ist ein Schlag ins Gesicht für all die vielen Regenbogenfamilien hier in diesem Land. Sie wissen allerdings jetzt genau mit dem Grundsatzprogramm, dass Sie bei Ihnen keine politische Heimat haben und bei Ihnen auch auf keinerlei Unterstützung hoffen brauchen. Und noch ein kurzer Satz natürlich zu den Kolleginnen und Kollegen. Na, offensichtlich habe ich da einen Nerv getroffen, aber diese innerparteiliche Diskussion überlasse ich Ihnen selbst, denn auch innerhalb Ihrer Partei gibt es da offensichtlich sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich hoffe nur und unterstütze das gerne, wenn sich diejenigen progressiven Kräfte bei der CDU einmal durchsetzen, die endlich diesen rückwärtsgewandten Kurs aufgeben und für die Menschenrechte und für die Bürgerrechte und gegen Diskriminierung in diesem Land einstehen. Aber auch noch ein Wort zu Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion. Selbstverständlich, vieles von dem, was Sie in Ihrem Antrag schreiben, geht ja in die richtige Richtung. Aber ich kann mich der Kollegin Spanier-Oppermann nur anschließen. Die gesellschaftspolitische Debatte, und das zeigen auch die Urteile von Karlsruhe, sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass eine Verantwortungsgemeinschaft im Sinne des Ehebegriffs zwischen auch zwei Personen des gleichen Geschlechts sein kann, aber eben zwei Personen. Ich glaube, Sie tun der wichtigen gesellschaftspolitischen Debatte hier in diesem Haus und auch auf den Straßen keinen Gefallen, wenn Sie einen bunten Eichhörnchenantrag und eine bunte Blase von Wünsch dir was und allen Formen von irgendwie Vergemeinschaftungsprozessen damit reinbeziehen. Schließen Sie sich doch unseren Anträgen nicht nur hier in Form des Abstimmungsergebnisses an, sondern konzentrieren Sie sich darauf, was wir jetzt gesellschaftspolitisch vor uns haben. Da brauchen wir offensichtlich, den Zurufen der CDU ist das ja zu entnehmen, durchaus noch einige gemeinsame gesellschaftspolitische Standfestigkeit. Und machen Sie keine Witzanträge daraus und machen Sie hier keine angreifbaren, komischen Positionen über Eichhörnchen, polyamoröse Verbindung und dergleichen. Ich glaube, dass es die gibt und dass sie auch gesellschaftlich natürlich nicht diskriminiert werden dürfen in der Art und Weise, dass man sagt, das wäre verboten im Sinne von Polyamorösen. Das kann ja im Privatleben alles gut funktionieren. Nur ob man das an dieser Stelle jetzt damit reinschreiben muss und ob man das staatlich absichern muss, ist eine andere Frage. Und die sollten wir an anderer Stelle auch diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Paul. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin van Dinter. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie hätten heute, Frau Paul, sehr gerne das Ja der CDU haben können, nämlich für eine Überweisung der Anträge in die Ausschüsse. Ja, das irische Referendum und die Rückschlüsse, die wir daraus ziehen können und müssen, hätten wir natürlich gerne dort mit Ihnen diskutiert. Zum Beispiel hätten wir dann sehr gerne, sehr sachlich vorgetragen, dass unser Bundesverfassungsgericht bisher die Geschlechterverschiedenheit tatsächlich als Wesensmerkmal der Ehe sieht. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist also mit unserem höchsten Recht, dem Verfassungsrecht, geschützt. Meine Damen und Herren, wir hätten aber natürlich auch mit Ihnen darüber sehr gerne geredet, dass selbst dieses Bundesverfassungsgericht und wir anderen auch alle beobachtet, was um uns herum, sogar auch in Amerika, momentan passiert und dass dort die Verfassungsgerichte mit dieser Frage befasst waren oder befasst sind und dass in Deutschland deshalb natürlich auch vom Bundesverfassungsgericht da eine andere Auffassung möglich sein könnte oder eben eine Zweidrittelmehrheit eines Parlaments.
Meine Damen und Herren, Ihr Ansatz ist allerdings ein ganz anderer. Sie wollen gar nicht mit uns darüber diskutieren. Sie wollen ein politisches Kalkül daraus machen. Aber auf diesen Leim werden wir nicht gehen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass ich das Amt der stellvertretenden Landesvorsitzenden der Lesben und Schwulen in der Union übernommen habe. Und zwar weiß ich genau, warum ich das getan habe. Denn so wie ich in einer glücklichen Ehe leben konnte, wünschte ich dieses Glück allen Menschen, auch denen, die eine andere sexuelle Orientierung haben. Und ich werbe mit in meiner CDU für mehr Mut, den betroffenen Menschen Akzeptanz, Respekt, aber auch die rechtliche Gleichstellung zu geben. Aber in diesen Bereichen hat es eben doch, und das darf doch hier nicht verschwiegen werden, mit der Union viele, viele positive Veränderungen auch gegeben. Der Bundesparteitag hat sehr ernsthaft und in gegenseitiger Achtung eine bemerkenswerte Debatte geführt und immerhin haben 40% der Delegierten unserem Gleichstellungsantrag zugestimmt. Und meine Damen und Herren, wenn die Union diese Debatte führt, dann ist nämlich die Beteiligung breiter Bevölkerungsgruppen garantiert. Dann werden Wege der Akzeptanz und damit auch häufig zu einem Paradigmenwechsel ganz anders bewegt als bei unseren politischen Mitbewerbern. In Bildern gesprochen, sage ich mal, wir bewegen den Tanker, während Sie ein kleines Segelschiffchen bewegen müssen. Wir haben auch die Lebensentwürfe und das Hineindenken der vielen älteren Menschen auf unserem Plan. Und wir sind auch engagiert in christlichen Kirchen. Und all das läuft in unsere Diskussion hinein. Und deshalb ist es bei uns angesagt, dass wir respektvoll, verantwortungsvoll und auch mit Rücksicht auf die Lebenssituation von Menschen, die mit solchen Themen keine Erfahrung haben, unsere Debatte führen. Und das ist was ganz anderes, als Sie hier vortragen. Meine Damen und Herren, ich will ganz sicher nicht die berechtigten Forderungen von gleichgeschlechtlichen Paaren auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Aber ich will Ihnen hier auch vortragen, dass wir von Ihnen überhaupt keine Nachhilfe brauchen. Wir haben in unserem CDU-Grundsatzprogramm sowohl nochmal die Unantastbarkeit der Würde des Menschen beschrieben und wir haben dort sämtliche unterschiedliche Lebensweisen beschrieben, dass sie von uns unterstützt und respektiert werden. Und es sind vor allen Dingen die Alltagsdinge, die mich da sehr zuversichtlich stimmen, die bei uns in der CDU stattfinden. Im Landtag Nordrhein-Westfalen haben wir, die CDU, als erste Fraktion die Verpartnerung eines Kollegen gefeiert, niemand anders. In Stuttgart heiratete gerade ein Bundestagskollege sogar in einer Kirche in Anwesenheit der gesamten baden-württembergischen Parteispitze. Frau Kollegin, stellen Sie eine Zwischenfrage? Nein, bitte lassen Sie mich zu Ende. Keine Zwischenfrage. Bitte. Oberbürgermeister, Minister, Staatssekretäre der CDU leben offen in homosexuellen Beziehungen. Und das ist gut so, gilt damit schon lange im Parteialltag der CDU. Und wenn selbst im Bund der Vertriebenen unser homosexueller Münchner Bundestagskollege den Vorsitz übernommen hat, der übrigens sehr aktiv in der innerparteilichen Diskussion um die Gleichstellung mitdiskutiert, dann ist eben klar, die CDU ist Volkspartei und zwar im besten Sinne. Und während im rot-grünen Antrag die Öffnung der Ehe konkret für Lesben und Schwule gefordert wird, formulieren aber die Piraten, dass alle Menschen heiraten können sollen. Ja, ich möchte keine Eheschließung von Geschwistern, möchte auch nicht die Eheschließung zwischen Eltern und Kindern und was alles noch ihre Formulierungen beinhaltet. Die SPD sollte aber auch hier etwas ehrlicher sein. Meine Damen und Herren, da ich gerade in diesem Bereich engagiert bin, kann ich Ihnen sagen, Ihre Fachorganisation, die Schwusos, meldeten eigentlich schon am ersten oder am zweiten Tag der Diskussion über das irische Referendum, dass die regierende Mutterpartei in Berlin überhaupt nicht geneigt ist, über den geltenden Koalitionsvertrag hinausgehen zu wollen. Und hier rumpöbeln, aber und in Ihrem Antrag, den können wir auch deshalb nicht zustimmen, weil einfach ständig nur eine Beschimpfung der Union darin zu lesen ist, das können Sie sich dann sparen. Das ist unehrlich und deshalb verdient auch Ihr Antrag ein klares Nein der Union. Meine Damen und Herren, ich hätte sehr, sehr gerne, dass wir über diese Themen sehr sachlich und sehr zielgerichtet in den Ausschüssen diskutieren. Aber hier haben Sie vor der Sommerpause Showanträge gestellt und deshalb können wir darauf nur mit Nein reagieren. Wir werden aber eine intensive Debatte weiterführen. Dankeschön. Frau van Dinter, bleiben Sie am Pult. Es gibt noch eine Kurzintervention angemeldet von Herrn Glocke.
von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wenn Sie das Mikrofon aktivieren, Herr Glocke, dann schalten wir es frei. Gerne. Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Frau von Dinter, ich schätze sehr Ihr Engagement in diesem Bereich. Wir sind uns ja auch vielfach schon in Köln begegnet, beim CSD, bei der AIDS-Gala etc. Und glaube Ihnen auch Ihre Position und finde es auch gut, dass Sie sich da innerparteilich für einsetzen. Warum lehnen Sie dann aber diesen Antrag an dieser Stelle ab? Sie könnten sich zumindest an der Stelle enthalten. Das wäre eine Position, um das auch glaubwürdig zu unterstreichen. Sie haben jetzt gerade meiner Kollegin Paul entgegengehalten, sie hätte gepöbelt. Nun ist nicht jeder sozusagen ein Redner, der mit der Seelenruhe unseres Justizministers beispielsweise vorträgt. Manche sind auch ein bisschen impulsiver und ein bisschen deutlicher. Aber das dann gleich als Pöbeln abzutun, es geht ja hier um eine sehr grundsätzliche Frage, um eine Menschenrechtsfrage. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir da weit auseinander sind. Und ich würde Sie eigentlich bitten, Ihre Position zu überdenken und sich zumindest an der Stelle zu enthalten. Eigentlich habe ich das schon beschrieben, Herr Kluge. Ich habe auch die SPD angesprochen und nicht Frau Paul. Ich habe gesagt, auf der einen Seite melden uns die Schwusos, dass die Mutterpartei überhaupt nicht bereit ist, sich zu bewegen in Berlin. Und in Berlin findet das ja alles statt, nicht hier in Düsseldorf. Sie überweisen uns nicht die Anträge in die Ausschüsse, damit wir eine Möglichkeit finden, uns vielleicht zu verständigen. Nein, Sie machen hier eine direkte Abstimmung. So, und deshalb lesen Sie doch Ihren Antrag durch, Herr Kloke. In Ihrem Antrag sind ja überhaupt nicht nur sachliche Fakten beschrieben, sondern in Ihrem Antrag ist vor allen Dingen eine Tirade gegen die CDU aufgeschrieben. So, und da glauben Sie mal im Ernst, jeder weiß, und ich trage es überall offen vor, was ich zu den ganzen Themen meine. Aber trotzdem stimme ich solchen Anträgen nicht zu. Das können Sie nicht erwarten und das kann ich meiner Partei auch nicht empfehlen. Trotzdem arbeiten wir an diesen Dingen und werden zielgerichtet auch zu Ergebnissen kommen. Vielen Dank, Frau van Dinter. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Frau Schneider. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn wir Deutsche manches richtig gut können, gerne machen und häufig tun, dann ist es Formulare ausfüllen. Name, Vorname, Wohnort, Familienstand. Und da haben wir es doch schon, Familienstand. Ledig, verheiratet oder eben dann die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja, jetzt frage ich aber Sie hier alle im Raum, was geht es eine Behörde, eine Bank oder den zukünftigen Arbeitnehmer an, wie meine sexuelle Orientierung ist? Und von daher ist das ein Punkt, warum wir Liberale auch sagen, wir wollen hier die vollständige Gleichstellung haben. Wir haben auch kein Problem damit. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn der Bundesrat in seiner Entschließung beschlossen hat, das Ganze gleichzustellen. Wir haben nur langsam ein Problem damit, mit diesem Rumgeeiere in Berlin. Was wurden wir verhauen damals als kleiner Koalitionspartner, weil wir nur Teile durchsetzen konnten auf dem Weg zur vollständigen Gleichstellung? Im Moment haben wir einen großen Koalitionspartner dabei, der jetzt aber heute Mitantragsteller ist. Ist schon ganz, ganz spannend. Wir haben auch schon gehört, wie hier die Gerichte bemüht werden mussten. Das Bundesverfassungsgericht spricht ein Urteil nach dem anderen zur Gleichstellung von eben gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Ich habe mich auch gewundert, warum gleich Minister Kutschaty spricht und nicht Frau Steffens, aber bei der Fülle von Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes, da muss wirklich der Justizminister heute hier ans Mikrofon, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Beer, ich freue mich, wenn Sie mich belehren. Ich danke Ihnen. Nicht zuletzt hat dieses Bundesverfassungsgericht eben auch beschlossen, dass mehr Gleichstellung jetzt her muss in Beziehungen von Frau-Frau und auch von Mann-Mann. Und von daher fände ich diesen Antrag von SPD und Grünen jetzt gar nicht so schlecht. Was mich jetzt dran stört, ist einfach, Frau Paul hat vorhin die Regenbogenfamilien angesprochen, wenn man über die jetzt spricht, und das ist uns unglaublich wichtig, warum nehmen wir dann nicht auch das Adoptionsrecht mit rein für gleichgeschlechtliche Partnerschaften? Ja, liebe Josephine Paul, jetzt gucken wir doch mal. Wir haben das sukzessive Adoptionsrecht. Wenn eine Frau ein Kind adoptiert und die Partnerin dann das nachadoptiert, das geht. Warum sparen wir uns nicht diese Wahnsinnsbürokratie und sagen dann gleich, so, gleichgeschlechtliche Paare dürfen auch gemeinsam ein Kind adoptieren. Das Spannende daran ist ja,
Das Spannende bei der Geschichte ist ja, wenn wir jetzt in Pflegefamilien gucken, ja, gleichgeschlechtliche Paare dürfen sehr wohl Pflegekinder in Obhut nehmen. Also genau die Kinder, die eine unsägliche Geschichte oft hinter sich haben, die keiner haben will, die geben wir dann bei den gleichgeschlechtlichen Paaren ab. Dann wünsche ich mir doch auch, liebe Kollegen von Rot-Grün, dass wir sagen, die gleichgeschlechtlichen Paare dürfen auch ein vollständiges Adoptionsrecht haben. Das käme uns Liberalen doch sehr entgegen. Frau Kollegin, stellen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Mosso-Fizzali. Das kommt doch eh schon reichlich, aber ich nehme auch eine offizielle, gerne. Bitte schön. Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie beziehungsweise Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe nur eine Frage, weil das möglicherweise ja ganz entscheidend für Ihr Abstimmungsverhalten sein könnte. Ist Ihnen bekannt, dass alle Ehepaare berechtigt sind, die Adoption durchzuführen, dass das ein wesentlicher Punkt in der Auseinandersetzung gewesen ist, dass genau das Adoptionsrecht für Ehepartnerinnen und Ehepartner dazu führt, genau diese Gleichstellung zu fordern, damit eben gleichgeschlechtliche dann eben Ehepaare auch Kinder adoptieren dürfen. Ist Ihnen das bekannt und könnte das Ihr Stimmverhalten verändern? Wir wünschen uns es ja, deshalb haben wir das ja noch mal explizit in unserem Antrag drinstehen. Was ich jetzt aber nicht verstehe, liebe Kollege von der Fraktion der Grünen, jetzt muss ich es eben doch ansprechen, warum haben Sie dann vorgestern genau gegen einen solchen Antrag gestimmt? Die FDP im Hessischen Landtag hat beantragt vollständige Gleichstellung. Wer hat dagegen gestimmt? Die Fraktion der Grünen. Und jetzt kommen Sie mal heute nicht, ich soll Ihren Antrag richtig lesen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich sehe schon die Argumente hier, Sie sind reichlich ausgetauscht. Es wird hier auch immer lauter. Es macht hier auch nicht wirklich Freude hier vorne. Wir werden doch wohl warten müssen, bis wieder das Verfassungsgericht Recht gesprochen hat. Wenn ich mir jetzt hier mit Blick auf die CDU gucke, wünsche ich mir, dass Sie vielleicht Ihre starre Position da etwas ändern. Und Frau van Dinder, es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich zu Feiern von eingetragenen Lebenspartnerschaften gehe, wenn ich da eingeladen werde, wenn es im Freundeskreis ist. Das muss ich hier nicht extra betonen. Auch die Kolleginnen und Kollegen der FDP-Fraktion haben reichlich Ehrenämter, sind auch reichlich in der Kirche aktiv. Ich wünsche mir einfach, dass diese Liebe zwischen Mann oder Frau, dass die genauso angesehen und respektiert wird wie die zwischen Heteropaaren. Von daher, mit dem Blick jetzt auf den Antrag der Piraten mit den polyamorösen Beziehungen, liebe Piratenfraktion, da habe ich auch so ein Problem. Polyamoröse Beziehungen, das heißt bei der FDP-Fraktion im Allgemeinen wird es als Fremdgehen bezeichnet und auch landläufig. Ich finde, fürs Fremdgehen brauchen wir keinen Gesetzestext. Wie gesagt, ich fände es sehr, sehr schön, wenn die eine Liebe genauso wertgeschätzt würde wie die andere Liebe. Und Frau van Dinter, mit Blick auf Ihren Beitrag vorhin zitiere ich jetzt einfach mal die Korinther, bin optimistisch und sage, zum Schluss bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Das Stärkste aber ist die Liebe. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schneider. Als nächster Redner ist angekündigt für die Landesregierung Herr Minister Kutschaty. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit den heute vorliegenden beiden Anträgen der drei Fraktionen greifen wir, glaube ich, nicht nur eine hochaktuelle rechtspolitische, sondern insbesondere auch eine sehr wichtige gesellschaftspolitische Debatte hier im Plenum auf. Und deswegen zunächst auch mein herzlicher Dank an alle drei antragstellenden Fraktionen, dass sie sich auch hier in diesem Landtag dieses Themas angenommen haben. Und ich begrüße ausdrücklich, dass in beiden Anträgen klar zum Ausdruck kommende Bekenntnis zur Öffnung der Ehe für lesbische und schwule Paare. Und das ist eine Position, die die Landesregierung selbstverständlich auch teilt. Das haben wir in unserem Koalitionsvertrag auch so dargelegt. Und liebe Frau Kollegin Schneider, wenn Sie sich fragen, warum der Justizminister hier redet, es ist eine familienrechtliche Angelegenheit, die grundsätzlich im bürgerlichen Gesetzbuch zu regeln ist. Aber ich darf Ihnen versichern, Frau Kollegin Steffens und ich arbeiten hier mit großer Beharrlichkeit seit langem Zeit an Zeit. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Und lassen Sie mich dafür für unsere gemeinsamen Aktivitäten von Frau Kollegin Steffens und mir einige Beispiele nennen aus jüngster Zeit. Schon im Jahre 2013 war Nordrhein-Westfalen Mitantragsteller eines Gesetzesantrages der Länder zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Im letzten Bundesratsplenum am 12. Juni 2015 ist ein innerlich entsprechender Entschließungsantrag gefasst worden, deren Mitantragsteller Nordrhein-Westfalen auch war. Und zudem ist Nordrhein-Westfalen abermals einem Ländergesetzesentwurf zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts beigetreten, dessen weitere Beratung im Bundesrat auch noch ansteht. Und
Erst jüngst in der letzten Woche habe ich anlässlich der Justizministerkonferenz auch noch einmal die nordrhein-westfälische Position zu diesem Thema deutlich gemacht und dafür gesorgt, dass ein entsprechender Antrag auch eine Mehrheit auf der Justizministerkonferenz bekommen hat. Es ist leider allerdings höchst bedauerlich, dass diese gesamten Anstrengungen, die wir unternehmen, bislang immer noch nicht dazu geführt haben, dass wir eine vollständige Gleichstellung von lesbischen und schwulen Paaren herbeiführen können. Das hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder in regelmäßigen einschlägigen Entscheidungen vom Gesetzgeber eingefordert. Und danach, meine Damen und Herren, ist ein Abstandsgebot zwischen der Ehe und eingetragenen Lebenspartnerschaft auch gerade nicht verfassungsrechtlich gefordert. Leider haben bundespolitische Widerstände im Unionslager einen entsprechenden Durchbruch in dieser Hinsicht verhindert. Gleichwohl wage ich zu behaupten, dass es bereits heute auch eine deutliche Anzahl von Fürsprechern in Reihen der CDU/CSU geben mag, deren momentane Zurückhaltung offensichtlich aber nur aufgrund von Fraktions- oder Parteidisziplin erklärt werden kann. Wir werden trotzdem nicht müde, diesen notwendigen Schritt immer wieder anzumahnen, bis das Schweigen in der Union endlich bricht. Und gleichzeitig allerdings, meine Damen und Herren, müssen wir auch darauf achten, dass wir diese Debatte auch weiter sachlich und realistisch führen. Und deswegen habe ich auch erhebliche Bedenken bei der Forderung der Piratenfraktion, hier auch eine Ehe für polyamoröse Partnerschaften oder andere Verantwortungsgemeinschaften zu fordern. Ich glaube, Ihr Antrag ist auch nicht zu Ende gedacht. Welche Konstellationen und Rechtsfolgen stellen Sie sich denn vor, wenn eine solche polyamoröse Beziehung denn dann oder Ehe dann mal scheitert? Das Scheidungs- und Familienrecht muss hier ganz erhebliche Vorkehrungen treffen. Ich glaube, dafür ist die Zeit noch lange nicht gekommen. Aber gleichwohl lobe ich die Mindestzielsetzung Ihres Antrages auch, die Ehe für Schwule und Lesben durchaus auch zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, zutreffender als die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Frau Malu Dreyer das zuletzt im Bundesrat getan hat, kann man die gegenwärtige Situation wohl kaum umschreiben. Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Deswegen lassen Sie uns gemeinsam möglichst hier heute diesen Weg beschreiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Kutschaty. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor und damit kommen wir zur Abstimmung. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/72. Die antragstellende Fraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt diesem Antrag zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? Bei einer Enthaltung der Piratenfraktion, Herr Herrmann, ist dieser Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.